Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Trails of Cold Steel. Naja, viel müssen wir nicht machen, um bereit zu sein, um hier abzuhauen. Doch, hier lang ist richtig. Wir können einmal wieder in diesen Park hier gehen und die Katze füttern. Ja, hast du. Wow. Ah. Danke. Spiele nicht mit Katzen, aber die Katze hat mir ein Item gegeben. Ich meine nur. Okay. Ich meine, hat sich gelohnt oder so. Wir haben Puder gekriegt und für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, was wir da gekriegt haben. Ja. Wiederbelebung, alle HP wiederherstellen und 100 CP zurückbekommen. Das ist schon eine Menge. Im Prinzip. Also für ein einziges Heil-Item ist das eine wirklich große, schöne Menge. Me likey. Reden wir? Reden wir? Oder nicht? Wir reden nicht. Gut. Auch wir sind bereit zu fahren. Ach, Tickets, Schmickets. Heißt es, ich muss gegen alle meine Teamkameraden, mögliche Teamkameraden, Blade spielen? Ja. Dann in Heimdall, dann in Roar. Eine Güterlinie? Wow, okay. Okay, du bist nach Roar. Roar! Gut, gut, gut. Schöne Sache. Ich würde ja gerne sagen, dieser Mann ist komplett nutzlos, ne? Weil an dem einen Schalter kauft man die Tickets, der kriegt das mit, dass die Tickets gekauft werden. Und dann muss er auf die Tickets drauf gucken. Das ist technisch gesehen total sinnlos. Aber er kann natürlich überprüfen, ob die Tickets, die wir gekauft haben, auch wirklich die Tickets sind, die wir brauchen, um dann dahin zu kommen, wo wir hinwollen oder so. Ich weiß es nicht. Geht doch nichts über einen Konflikt in der Gruppe, ne? Wäre langweilig gewesen, wenn wir nach zwei in Worten zwei Kapiteln fertig gewesen wären mit den Streitigkeiten innerhalb der Gruppe und neun Personen, ne? Weil, sagen wir mal ehrlich, es sind neun Personen. Wenn man jemanden in eine Klasse wirft mit neun verschiedenen Personen, mit verschiedenem Ursprung etc. pp. Da ist es schon irgendwie normal, dass es zu Streitigkeiten kommen kann und kommen wird. Ich glaube nicht, dass immer alles Larifari sein wird dann. Von daher... In dem Videospiel ist es halt ein bisschen merkwürdig, das stimmt halt schon. Und richtig gute Sandwiches, yeah. Sogar bis runter, yeah. Sie ist Maid, Sekretärin. Hm.
zieht euch die beiden an, damit wir schön abblinken. So, dahin. Irgendwie glaube ich ja, dass Vieh das absichtlich macht, aber ist okay. Also ich glaube schon, dass sie das absichtlich macht. Ich weiß nämlich nicht, wieso man sonst unbedingt den Satz sagen würde, wenn sich ein Sniper in das Schloss setzen würde. Ja. Also in einem normalen Gespräch. Wenn man jetzt über mögliche Kampftaktiken und sowas redet, ne? Das ist was anderes. Das ist okay dann. Aber nicht mal eben so per Zufall. Heimdallr. Ja, ist echt schön groß hier. Ja. Ja, morgens, wenn die ersten Züge fahren, ist nie super viel los auf Bahnhöfen. Kommt allerdings immer darauf an, ob es ein Umschlagbahnhof ist. Und nach dem Motto, da müssen Leute halt hin, um ne, zu ihrer Arbeit zu kommen. Und aufgegeben. Nur eine Bahnfahrt lang. Du solltest eifersüchtig sein. Das Kapitel ist super. Also wenn man mich fragt. Wobei ich unter Umständen da trotzdem auch fast vorwärts setzen werde. Ihr werdet schon sehen, warum. Komm, willst du reden? Okay, rede. Rede, Mädchen, rede. Is something on your mind, Elise? Has some rugged, handsome young man caught your eye? Like your brother, perhaps? Please, Your Highness. I just thought I saw someone I recognized. But it couldn't possibly have been him. I can't imagine what would bring him to the capital this early in the morning. Someone you recognized? I wonder. But I knew you wouldn't deny it. That your brother is handsome, I mean. Please. I knew that I shouldn't have told you about him. Oh, come now. I'm only teasing. There's no need to sulk. I'll give you a little something from Mariage Cross to make up for it. But that's an adult lingerie brand. Please excuse us, Captain Claire. I'm sorry. I hope I haven't sullied your ears with our scandalous conversation. Not at all, Your Highness.
I came to inform you that the special train to the Imperial Villa will be arriving shortly. I look forward to accompanying you today. It'll be a pleasure to have you with us. Certainly. Also, bin ich der Einzige, oder würdet ihr auch sagen, das sind lila Haare oder blaue Haare, aber nicht schwarze Haare? Ja, das ist mit das Einzige, was mich an der Cutscene stört. Naja, gut, mal abgesehen davon, dass sie hier über Erwachsenenwäsche reden, ne? Und so, aber... Mal ehrlich. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll, wenn sie immer sowas schreiben. Schwarze Haare. Breen könnte hinkommen mit schwarze Haare, geht aber auch schon mehr ins Blaue irgendwie. Ja, durch die Tunnel. Mehr scharf als Menschen. Schlecht. Also sind sie berühmt für Pferde. Die Hottehüs. Und Sender Gate ist da auch. Okay. Das ist natürlich trotzdem ein sehr anstrengender Tag, wenn man wirklich die ganze Zeit nur im Zug sitzt. Das ist schon sehr anstrengend. Ich kenne das. Ich habe auch sowas schon getan. Das ist halt nervig. Na, ich jetzt. Now you've done it. All same score. We better draw again. Looks like I'm going first. Bolt. Das gefällt mir schon mehr. All same score, we better draw again. After you then. Come on. What? You can't do that. Mirror. Natürlich kann ich das. God damn it. All same score, we better draw again. Das wird schon wieder ein Game Over gegen sie. Und was? Oh ja, ist klar. Komm, ist egal. Jesus Christ. Please go easy on me. Ich hasse meine R&D. Shall we draw then? Wow. Oh, we have the same score. Let's draw again. Sophie Bowles. Oh, it looks as though the first move is yours. Ja, oh, we have the same score. Let's draw again. Allow me to play first then. Das ist eine 4. 4 ist nicht gut genug für mein Boot. 6. 6 ist gut. I wasn't expecting that. 7 wollen wir auch nicht. Ouch, I wasn't expecting that. I'm gonna use a bolt card. Das ist okay. Sorry, I'm using a mirror. Oh no, this could be trouble. Sorry, I'm using a mirror. Ouch, I wasn't expecting that. Ah, nein. Oh, we have the same score. Let's draw again. Na toll. RNG! Ah, come on! Ich wollte sowieso nicht gewinnen. If we have to. Also ich bin unglaublich froh darüber, dass es keine Trophäe oder sowas gab hier, von wegen jedes Blade-Duell oder so zu gewinnen, weil... Let's redraw. I'll be going first. Das ist ja hier. How about this? Echt lächerlich teilweise. Take this.
How about this? Hat er mit Nerven. Now you've done it. Now you've done it. Danke, Spiel. Nicht, dass ich es jemals gespielt habe, großartig, how aber. This? Danke, danke. Well, you impertinent little. We have the same score. Let's redraw. Go ahead then. Egal, gewonnen. At least it wasn't a complete waste of time. Frostas. Oh man. Shall we begin? Go ahead and draw. You should go first then. It seems we need to draw again. It seems we need to draw again. I'll go first then. I'll use a bolt. Ist egal, ich würde die Karte legen, also. Well done. Fünf können wir schrotten. I'll use a bolt. Well played. I'll use a bolt. Well played. I hate to do this, but. Yay. I hate to do this, but. Yay! Well done. I lost. Da kamen jetzt aber keine hohen Punktzahlen mehr raus, ne? Einfach alles kaputt gemacht. Okay. Das war ja voll super. Nicht mehr viel länger, was? Ach so, ja klar, ihre Zuhause ist Roar. Ja, Emilia ist super. Nur sehen wir es, glaube ich, nicht bis Teil 2. Wenn ich mich nicht komplett irre und wir es tatsächlich noch in diesem Teil sehen, aber ich meine, wir sehen es jetzt in Teil 2. Also, lass dich nicht hier machen. Ja. Nope, denke nicht, dass wir irgendwas dagegen tun können. Ganz einfach. Wir müssen den anderen vertrauen. Aber interessanter für uns ist prinzipiell, dass wir tatsächlich hier die Grenze von Erebonia im Prinzip dann mal überschreiten. Nicht, dass wir was spielerisch da richtig drüber mitbekommen, aber naja. Arthur, der Hund und Badu, der Hund. Aha. Naja, wir wissen ja, dass er auf Pferde steht. Weiter. Im Text. Sozusagen. Da kann man es aber schön sehen, ne? Jetzt von Heimdall über Schwarzdrache, Barrier. Schwarzdrache. 11.50 Uhr. Abends oder wann? Morgens? Tagsüber, okay. Da sind wir.
Ja, wir haben Generatoren da draußen, die man nicht sehen kann, über die wir jetzt aber einfach mal reden. Okay. Ich weiß, man muss solche Gespräche hier irgendwie natürlich halten. Ah, machen wir die Dinger da? Dann sehen wir sie wenigstens. Es ist halt ein bisschen merkwürdig, wenn man darüber redet, so, ja, die sind da und die sind so. Man sieht gar nichts darüber. Da sind wir. Plattform 4. Na gut. Wichtiger Plot, Plattform 4. Kann das irgendwo dran erkennen? Ist hier irgendwo so ein... Ah ja, da oben, ne? 1, 2. Die Natur meines Jobs ist es, hier Fragen zu stellen. Ist das vertot? Wer weiß. Nein. Aber schon mal lauter machen, aber nein. Mittagessen kaufen, ja. Unwahrscheinlich. Oh, there won't be any need for that. Sharon. What? No way. Sharon? How did you get here before us? The power of my love for you allows me to do the impossible, my lady. As you'll see, I've prepared packed lunches for all of you that far surpass this morning's offerings. I do hope you'll enjoy them. Thanks. We really appreciate you going to all the trouble to make these for us. True. That said, I'm really curious how you got here before us. It seems that the Reinford family's maid enjoys a little amusement at the expense of her employer. I imagine you transferred to an airship in the capital? Ah. Of course. Why didn't I think of that? You can cut the time from Heimdall to Ruhr in half if you travel by airship, I think. You got me. I took advantage of the opportunity to borrow the airship's kitchen so I could make your lunches as well. They're quite fresh, so take a moment to savor the taste. Well, thank you. We really do appreciate all you're doing for us. Honestly, I knew you had to be up to something. You're not planning on coming all the way to the Nord Highlands with us now, are you? I'd love to, but unfortunately, I have some other business I must attend to. I may not be able to return to Trista for a while, either. Other business? Sharon will be assisting me with my work. Mother? Hello, Elisa. Ah, you all must be members of Class 7. I'm Elisa's mother, Irina. Also the chairman of the Reinford Group. It's a pleasure to meet you. The pleasure is ours. I'm Reen. Reen Schwarzer. Pleased to meet you. My name is Emma Milstein. Gaius Warzel. Glad to make your acquaintance. Eustace Albarea. A pleasure. I'm glad you're all managing to get along with my obstinate daughter. I wish I could stay a while, but unfortunately I've work that can't wait. Come along, Sharon. As you wish, Madam Chairman. What? Seriously? You show up like this and that's all you have to say? It's always work with you, isn't it? You probably didn't even notice I left home until I was already gone. Now it's just, hello, Elisa, and that's it? My lady.
I did get the impression her relationship with her mother wasn't all sunshine and gumdrops. It seems there's a lot of friction between them. You can live your life however you see fit. I have no intention of forcing the Reinford group on you. Even if you decide to follow a certain someone's path and cast aside all sense of responsibility, it's your choice to make. Besides, I still manage to keep myself informed of the general goings-on in your academic life. In the monthly reports I receive from the Academy. What? I knew Sharon would relay back information about me. But reports from the Academy itself? Oh, you must not have known. In addition to my other responsibilities, I also sit on the Academy's board of directors. Oh my, that means... Just like Rufus. It does appear that way. I'd certainly deem the chairman of the Reinford group a canny choice as a member of the board. The Reinford group is heavily involved in the development of the Orbal staff, as well as your Arcus. I must say, I'm quite pleased with the reports I've received on your usage of both. I'm looking forward to seeing the results of this month's field study as well. Do give me some good reading, won't you? Please excuse us, my lady. Take care during the rest of your journey. Alisa. You all right? Tja, also wieder was gelernt und ja, ein kleiner Schock für Alisa da, aber naja. Interessante Persönlichkeit, ihre Mutter zumindest, muss man ja sagen, ne? Das ist ein guter Zug. Okay. So sieht's aus. Keine Ahnung, kann man... Ich weiß gar nicht, ob man irgendwo nachgucken könnte, wer tatsächlich für eine Schule immer verantwortlich ist. Also ob man den Namen rausfinden hätte können, aber naja. Ja. Es ist kompliziert. Okay. Ich meine, gut, gemessen an Juices Vater, wo nur der Bruder auftauchte, ne, ja. Da hat sie's theoretisch besser, jetzt aber mal wirklich, da sitzen wir in diesem vordersten Waggon und da sind Passagiersitze, what? Ganz viel Tunnel, ein Berg reingraben. Mittagessen. Ja. Die Sachsen Iron Mine. Okay. Die Eisengalt-Branchlinie. Ja. Das könnte man so sagen.
Ja, in der Tat, er ist ein großer Junge. Mann, Junge. Im Moment noch Junge. Also ein Zuführer hierzulande könnte nicht mal eben nach hinten kommen und ein bisschen quatschen, aber naja, gut, vielleicht konnte auch Gaius vorne bei ihm stehen, das würde schon mehr Sinn machen. Naja. Klassischer Gaius. Cha-ching. Oder so. Oh Mann. Das Tor von Zender. Oder Zendergate, wie sie es einfach nennen. Keine Ahnung, warum es andersrum da auf der Karte steht. Oh. Naja, schön anzusehen. Ist auf jeden Fall 16.30 Uhr. Also die Vorstellung, wirklich so lange in einem Zug zu verbringen, ist momentan für mich eher... Momentan mit dem ganzen Gedöse, was hier abgeht, noch mit Maske und so dazu... Nee, danke, das ist... Nein, 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 nein. Ihr seid angekommen. Ja, das sind wir. Lieutenant General. Ja, die Hälfte kommt hin. Wie gesagt, 9 Leute, ne? Ja. Ha. Name. Name ist besser. Dritten gepanzerten Division, ne? Gut, okay. Der einäugige Sex. Keine Zeit, ja. Wir müssen los. Na, vielleicht hat er ja wirklich einfach nichts zu tun, deswegen kann man ihn mal drum bitten, sicherzustellen, dass wir nach Hause kommen. Besorg uns mal ein Taxi, wenn wir da sind. Aber Taxi meinen wir, abgesehen von einer super schönen Umgebung. Ich meine, es ist. Ne, im Prinzip ist es eigentlich nur, guck mal, hier hast du ganz viel freie Steppe, aber es ist. Es ist schön, ruhige Musik. Der Kommi mag. Thank you.
Ah, und mit Taxi meinen wir das hier. Ein paar Hotties, die wie die Tauben mit dem Kopf machen. Eine Karte, ja, das könnte gar nicht mal schaden. Aha, riesige Statue. Also es ist, ja, riesige Statue halt, ne? Da drüben ist das Dörfchen. Oh, das ist in Ordnung, da kann man gut mit leben. From the bustle of the city. It really is. I feel like I'm one with the wind. Indeed. But if you didn't go too fast, that would be great. I'm sure it will feel natural in time. No doubt the riding club would be fuming with envy if they could see us now. I'll bet. Anyway, my home settlement is due northeast of here. Hopefully we'll be able to reach it before sundown. Right. Let's move. Tschick, tschick, tschick. Wie man ein Pony reitet. Ja. Im Prinzip genau dasselbe. Wie alles andere. Ne? Also. Das Interessante ist halt, das ist ja jetzt schon schneller als zu Fuß, glaube ich zumindest. Aber mit dem Power von Fast Forward sieht das so aus. Das ist schon interessant. Aber ja, der Punkt ist halt, es ist... As a child. I think I'm just caught up in the moment. Es ist halt, ne? Eine Menge Weg. Nordosten. Ja, macht Sinn. Also, dass da Sendergate ist. Der Dreieckstein. Yeah. Witzig ist natürlich, die sagen die ganze Zeit, wir sollten diese Karte da, ne, beachten, aber wir haben ja unsere eigene. Neolithische Zivilisation. Aha. Schönes Wort. Ja, ich weiß, der Part wird wieder riesig, wenn ich das jetzt auch noch mache, aber ich denke, den Tag können wir versuchen, in einem Video abzuschließen. Dafür muss ich allerdings halt weiterreiten. Weiterreiten, nicht traben oder wie auch immer. Reiten, rennen. Ich sollte allerdings dann auch... The sun's almost down. Yeah. We're almost at the settlement. Let's keep up the pace, guys.
Ja, also Kurvenhandling vielleicht nicht ganz so gut, aber was erwarte ich auch? Das ist halt ein Pferd, ne? Das ist kein Sportauto oder sowas. Das arme Pferd. Und da sind wir. Das erklärt, warum sie Nomaden sind, in der Tat. Bro! Gut, dich zu sehen, Bro. Nicht sicher, was er da im ersten Teil sagen will, aber gut. Thoma. Und Shada und Lily. Wir sind Bros Freunde, yo. Die sind alle so erebonisch, ja. Essen. Der ganze Part besteht daraus, irgendwo hinzugehen und essen. Nach dem Essen gehen wir dann wieder irgendwo hin und dann essen wir was. Aber gut, zugegeben, sie sind ja auch wirklich... Mein Güte, ist das viel Essen. Einfach ein bisschen Lammfleisch dran und zack, fertig. Jawohl. Woo. Ha. Da kriege ich tatsächlich beim Zusehen so ein bisschen Hunger, auch wenn das Essen in diesem Spiel immer eher aussieht halt wie ein Stück Stein oder so. Nur mit einer anderen Färbung. Außer das im Topf. Das sieht aus wie ein JPEG. Ja, doch, doch, das macht mir Hunger. Ja. Ich werde danach frühstücken müssen. Aber wenn ich dazu sage, klingt das wie eine Strafe, aber nee, aber... Puh. So viel Essen.
Halvard kommt hierher. Nee, nee, nee. Okay, alles im Südwesten. Oh, das ist okay. Können wir arbeiten. Obwohl man ja auch sagen muss, allein das Gebiet ist ja schon irre groß. Bevor die Sonne aufgeht, aber das ist in Anführungszeichen für Farmer so gesehen ja auch sinnvoll, nehme ich an. Wir wollen denen auch das Bett zeigen. Nein. Hauptsache, du kommst nicht einfach rein. Wie funktioniert das, diese Dinger abzubauen, wenn da eine Holztür drin ist? Ich meine, gut, man kann sie wahrscheinlich abschrauben, aber... Er meinte doch, schnell abbauen und so. Also, ich bin kein Nomade, ich kenne keinen Nomaden. Das kommt mir nur sehr, sehr merkwürdig vor. Ist schon Fragen über Fragen sozusagen wieder, wenn man mir zuhört. Aber es ist doch wahr. Es ist doch wahr. Wie funktioniert das? Kann das überhaupt funktionieren? Nein. Glaube ich nicht. Ja, aufstehen müssen. Where am I? Oh, right. Nord Highlands. I feel surprisingly energetic. Maybe it's the clean air or that great food we had yesterday. I wonder if Master Ka-Fi trained out in the wilderness like this. You're up early, Reen. Morning, guys. Whoa, hold on. Why are you dressed like that? Oh, I was just helping put the sheep out to pasture. They should almost be done fixing the morning meal now. Okay, I guess we should wake up the others then. Eusis, Elisa, Emma. Rise and shine, everyone. It's officially the crack of dawn. Where am I? Are those sheep? Glasses. Glasses. I suppose none of you are used to waking up quite this early.
Und dann ist das schon wieder erledigt mit dem Gerede. Ah, oh, die Kleinen haben gekocht. Wie süß. Wir sind die besten Freunde, die man sich vorstellen kann, ja. Ah, okay. Aufgaben für den nächsten Part. Tschatsching. Einmal nach Sender gehen, okay. Vorbereitet sein für einen Kampf. Boah. Medizin herstellen, okay, das ist gut. Irgendwas zu dem Wachturm bringen, okay. Das kriegen wir hin. Also, ja, theoretisch sollte man das Pferd nehmen. Rein theoretisch kann man genauso gut laufen. Das funktioniert schon. Ja, das nochmal zur Erklärung, falls man das will. Und Gaius kann endlich seine S-Craft benutzen. Das ist immer schön. Und ja, der Part ist wieder lang genug. Ich werde jetzt an dieser Stelle speichern. Und morgen machen wir dann damit weiter. Mal gucken, wie schnell und oder langsam wir da tatsächlich dann vorankommen. Wir werden sehen. Die Abenteuer von Reen und seinen Freunden aus Class 7 gehen beim nächsten Mal noch weiter. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken bei meinen Patreons für ihre Unterstützung. Ich möchte mich bedanken bei dir fürs Zusehen des Videos. Und wenn es nicht schon passiert ist, liken, subscriben und den ganzen anderen Kram. Bis zum nächsten Mal.